Barbecue aus Rheinhessen, heute nicht aus Rheinhessen, sondern, ihr seht es schon im Hintergrund, aus den heiligen Hallen der Sizzle Brothers. Und ja, da wir heute eben zu mehreren Leuten sind, habe ich das mal zum Anlass genommen, dass wir heute ein Steak-Tasting machen werden. Und zwar probieren wir 5 verschiedene Ribeye-Steaks aus 5 verschiedenen Ländern. An dieser Stelle großes Dankeschön an Don Kane, die mir dieses Fleisch zur Verfügung gestellt haben. Und wir werden das nicht nur zubereiten und essen, sondern wir werden es tatsächlich auch bewerten. Das heißt, wir unterscheiden nach Zartheit, nach Saftigkeit, nach Geschmack. Die Jungs werden nicht wissen, welches Steak aus welchem Land ist und so weiter und so fort. Ihr schon, weil wir legen die gleich auf die heiße Gussplatte. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video von Barbecue aus Rheinhessen. Los geht's! So, hier liegen sie, die 5 Probanden. Was alle 5 eint ist, es ist alles nassgereiftes Fleisch. Wir haben also kein Dry-Age dabei. Die letzten Jahre hat Dry-Age Beef ja wirklich einen riesen Hoch erlebt. Aber trotzdem bin ich persönlich der Meinung, dass es eigentlich ganz gut ist, auch mal wieder zu einem ganz normal klassischen nassgereiften Fleisch zurückzukommen. Vor allem, wenn man diese Qualitätsdinger hier hat. Ihr seht also, die Marmorierung bei allen Stücken ist schon ziemlich nice. Wir fangen hier vorne mal an. Das ist ein Stück aus Australien. Dann haben wir hier, also das ist ein Angus. Dann haben wir hier, das ist auch Angus aus den USA, klassisch dann mit dieser Maisfütterung. Da ist das Fett dann, ihr seht, das geht so ins Leiche, ins Gelbliche rein. Dann haben wir hier aus Spanien Chuguicho, das sind diese alten Kühe. Da haben wir dann ein wunderschönes Ribeye-Steak. Aus Deutschland, Simmentaler Ferse, ein richtig, richtig tolles Stück. Und dann zum Abschluss hier finnische Ferse, der zweifache Gewinner der World Steak Challenge. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich meine, wenn man sich das anschaut, das sieht schon wirklich richtig gut aus. Vom Geschmack her bin ich sehr gespannt. Die waren alle eingefroren, alle langsam im Kühlschrank aufgetaut. Und die Gussplatte ist inzwischen heiß. Was wir machen, wir werden sie ganz kurz vorher ein wenig salzen. Pfeffer werden wir keinen verwenden. Wir wollen wirklich den reinen Rindfleischgeschmack haben. Aber ein bisschen salzen vorher schadet sicherlich nicht. Das Schöne an der Sache ist, ich meine, ihr habt jetzt hier die Schilder, die werdet ihr gleich natürlich nicht mehr sehen, wenn das Ganze auf den Grill kommt. Aber ich denke, man kann das schon ganz gut auseinanderhalten. Ne? Wir fangen also gleich an mit dem Australischen. Die Jungs werden übrigens die Steaks natürlich dann so vorgesetzt bekommen, da wird dann kein Schildchen mehr dran sein. Und entsprechend werden wir die Steaks eins nach dem anderen dann eben auch bewerten. Von daher wird das tatsächlich so eine Art Blindverkostung, dass sie einfach sagen, wie ihr Gefühl ist, wie es eben bei der SCA eben auch funktioniert. Einfach Geschmack und Zartheit dementsprechend bewerten. So soll es letzten Endes sein. Also, wir nehmen die Zettelchen weg und hauen die Sachen auf den Grill. Wir wissen Australien, USA, Spanien, Deutschland und Finnland. Los geht's. So, hier habe ich jetzt meine Gussplatte. Die ist gut vorgeheizt. Und wir beginnen mit dem Steak aus Australien. Das hört sich schon mal gut an. Neben Australien gesellt sich die USA. Dann haben wir hier Spanien. Der nächste Teilnehmer ist Deutschland. Und zu guter Letzt Finnland. So, die Steaks werden jetzt alle gut auf der Gussplatte angebraten. Wichtig ist, dass das Ding wirklich dafür richtig heiß ist, dass wir eine richtig schöne Kruste auf unser Steak drauf bekommen. So, kurze Zeit später sind wir bereit zum Wenden. Ihr seht, hier unten hat sich schon ein kleiner See gebildet. Das heißt, die Terrasse ist hier nicht ganz gerade. Wir fangen an und drehen jetzt als allererstes mal Australien um. Dann haben wir hier die USA. Oh ja, da haben wir mal eine richtig schöne Kruste drauf gekriegt. Dann haben wir hier Spanien. Oh ja. Deutschland. Das ist so ein klein bisschen wie bei Starlight Express, ne, wo die einzelnen Züge aus den einzelnen Ländern vorgestellt werden. Das ist echt großartig. Nur einen finnischen Zug gibt es da nicht. Den haben wir hier. Alter. Ja, da ist eine schöne Kruste drauf, möchte ich meinen. Und das Geräusch macht den Sizzle Brothers alle Ehre. Das wird richtig gut. So, kurze Zeit später. Die Steaks aus den USA und aus Spanien, die waren ein bisschen dünner. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall schon mal runter. Und lassen die quasi gleich schon mal antreten. Während hier Deutschland und auch Finnland noch einen Moment braucht, genauso wie hier Australien. Legen wir jetzt mal alle hier so schön auf die Seite. Und lassen die noch schön weiter anbrutzeln.
So, hier liegen sie jetzt, unsere Probanden, alle angegrillt. Und ihr habt ja am Anfang vom Video habt ihr gesehen, wie die Steaks lagen. Genauso liegen sie jetzt auch wieder. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr sagen, was aus welchem Land natürlich kommt. Wie gesagt, die Probanden oder meine Probier-Crew steht sozusagen bereit. Und wir fangen jetzt einfach mal an, dass wir das erste Steak sozusagen aufschneiden. Und auch da gehen wir querbeet. Ja, also wie gesagt, ihr wisst ja noch, in welcher Reihenfolge es ist. Ansonsten kann ich euch das, glaube ich, auch einblenden. Ich blende euch das ein. Dann macht das Ganze einfacher. Wir fangen aber einfach mal hiermit an, weil das waren ja diejenigen, die zuerst fertig waren. Die anderen lassen wir jetzt kurz noch ziehen. Schaut mal hier. So, und dann schneiden wir jetzt also dieses Stück hier an. Wie gesagt, es gilt halt zu bewerten die Zartheit, den Geschmack und die Saftigkeit. Es ist lediglich Salz an dem Fleisch dran und sonst nichts. So, dann würde ich euch bitten, greift einmal zu, schnappt euch die Zettel. Ei, ei, Herr Kapitän. Boah, was, das zerfällt ja schon so. Und ich sag mal so, ne, wir sind nicht zum Spaß hier. Im Sinne der Wissenschaft. Was für Punkte dürfen wir verteilen? Ich würde sagen, wir machen von den Punkten her, machen wir wie beim KCBS auch 1 bis 9. 9 ist überragend und 1 ist, das okay. War ein Schwein. Da würde ich sagen, machen wir das so. Mhm. Ah, Entschuldigung, das ist mein Fehler. Das war mein Fehler. Das ist das Deck Nummer 2. Entschuldigung, ja, das hätte ich sagen müssen. Das war das Steak Nummer 2. Dann tausche ich bei mir 1 und 2. Weil ich habe die halt, je nachdem, wie sie fertig geworden sind. Das nächste wäre das Steak Nummer 3. Das ist dieses hier. Oh ja. Jetzt durch das mal dahin. Wer es ein bisschen magerer mag, aber ich meine, wir reden hier von einem Ribeye Steak, ne? Darf auch gerne hier so zugreifen, aber ne, greift zu. So. Dann haben wir jetzt hier das Steak Nummer 5. Vom Licht her passt das so, ja. So, dann greift mal bitte zu. Das ist Nummer 5? Das ist die Nummer 5, ja. So, jetzt kommen wir zum Steak Nummer 4. Das ist dieses hier. So, greift gerne zu. Für jemanden Unterschied, ob ich hier die Cap nehme, ne? Von der Zartheit her? Ja, ist richtig. Also eigentlich müsste ich jetzt das hier wieder nehmen, weil ich die ganze Zeit den... Ja, feel free. Also ich schneide auch gerne noch den Rest von dem Steak auf. Ihr dürft auch gerne ein zweites Mal probieren, um nochmal zu verifizieren. Sicher zu gehen? Ja, genau. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Also nicht nur. Das ist welche Nummer? Vier? Das ist die Nummer, das ist die Nummer 4. So, wenn wir natürlich auf allen Zetteln aufgepasst haben, sollte jetzt das Steak Nummer 1 übrig bleiben. Das wäre dieses hier. Auch das schneiden wir dann mal auf. So, dann... Greift da bitte gerne nochmal zu. So, die Steaks sind probiert, die Zahlen sind aufgeschrieben. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr euch, eure Zettel nimmt, da drauf schaut, nochmal kurz rekapituliert, was denn für euch so das,
ja, das Highlight gewesen ist. Und einfach auch nochmal zu sagen, ja, einfach mal einen Vergleich zu ziehen, ob man wirklich so einen richtigen Unterschied halt schmecken können, ob man von der Sensorik her, ob das so, ja, ob das von der Zartheit her, ob das perfekt gereiftes Fleisch war. Da, was euch dazu einfällt, würde mich einfach mal interessieren. Und wir starten mit Rolf von Westmünsterland Barbecue. So, der erste, der probieren durfte, ist Rolf von Westmünsterland Barbecue. Moin. Und ja, du hast jetzt gerade 5 verschiedene Ribeye Steaks probiert. Genau. Sag mal was, gab es da irgendwas, was dir was ganz besonders hervorgestochen hat? Gab es Unterschiede? Gab es was, wo du sagst, das ist ja jeder Geschmack ist ja unterschiedlich? Erzähl. Ja, also 2 Steaks lagen sehr dicht, also die beiden bestbewerteten bei mir lagen sehr dicht aneinander. Ich bin ja bekennender Fan der deutschen Ferse, von daher hoffe ich, dass das mit dabei war. Also tatsächlich die Nummer 4 und die Nummer 5 habe ich in Zartheit und Saftigkeit gleich gesehen. Im Geschmack war die Nummer 5 ein Tacken besser. Also ich kann das auch gerade mal zeigen. Also jeder von den Jungs hat ja hier den Zettel ausgefüllt. Ne? Also wir machen da. Und wie gesagt, die Jungs wissen nach wie vor nicht, was ist. Ja. Allerdings darf ich dir jetzt verraten, dass tatsächlich eine deutsche Ferse mit dabei ist. Was es gewesen ist, das wisst ihr natürlich, weil ich es eingeblendet habe. Wir rechnen nachher mal komplett zusammen. Alles klar. Wunderbar, dann vielen Dank und dann schauen wir jetzt mal, was Hannes zu sagen hat. So, Hannes von den Sizzle Brothers ist da. Also erstmal wundervoll. Ganz vorneweg erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und für die Gastfreundschaft. Sehr gerne, schön, dass du hier bist. Ja, wir haben es endlich geschafft. Es war lange überfällig und ja, du hast gerade auch 5 Ribeye Steaks probiert. Ich hoffe, dass es 5 Ribeye Steaks waren, ja. Ja, doch, man munkelt, es waren Ribeye Steaks. Und gleich zu dir auch die Frage, gab es irgendwas, was richtig hervorgestochen hat? Gab es etwas, was dir besonders gut geschmeckt hat? Mhm. Lass mal hören. Also ich habe 2 Steaks, die weit vorne waren, beziehungsweise eigentlich 3 Steaks, aber auf Platz 1 ist bei mir das Steak Nummer 5. Das hat gerade in der Zartheit war es für mich perfekt, weil es eben nicht so weich war wie so ein Filetsteak, sondern es hatte noch, es war zart, ein Bissgefühl ist übertrieben, aber man konnte noch mal einmal zubeißen. Es ist nicht so lutschig gewesen. Und von der Saftigkeit und vom Geschmack war es auch ganz weit vorne. Und Platz 2 und 3 sind bei mir Steak Nummer 2 und Nummer 4. Ah, okay. Also ja. Nummer 2 und Nummer 4 sind die Nächstplatzierten sozusagen. Genau, Nummer 2 wäre Platz 2, Nummer 4 wäre Platz 3 und dann kommen noch Steak 1 und 3. Ah, okay. Darf ich jetzt wissen, welches was war? Ich löse es gleich auf, weil wir haben ja noch jemanden, den ich befragen muss. Von daher, aber es ist, es zeichnet sich eine Tendenz ab. Wir schauen mal, was Julian zu sagen hat. Julian, komm mal her. So, das ist jetzt der 20. Versuch. Hey, Julian! schön, dich zu sehen. Sizzle Brothers. Es ist nicht ganz so einfach mit den Jungs. Also auch aber an dich trotzdem auch nochmal großes Dankeschön an die Sehr, sehr gerne. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ja, mir auch, genau. Ein innerer Tupperabend. auch du warst jetzt gerade in der Lage, 5 Ribeye Steaks zu probieren. Und auch an dich die Frage, also erstmal, wo ist dein Zettel? Ich habe in meiner Bauchtasche hier einen Zettel vorbereitet. Oh, wunderbar. Ich habe da mal was vorbereitet. Und ich möchte gerne Folgendes sagen. Für mich ist Steak Nummer 2 ganz weit vorne gewesen. Okay. Steak Nummer 2 fand ich sehr gut. Und mein Gewinner war Steak Nummer 5. Okay. Also Steak Nummer 5 war geschmacklich, sage ich mal, so weit vorne, dass ich gesagt habe, das ist super. Ja. Ich würde die anderen jetzt gerade bitten, dass sie auch nochmal, du hast ja deinen Zettel gerade in der Hand. Ja. Ich denke, wir lösen es jetzt einfach mal gerade eben auf, dass ihr einfach mal nachvollziehen könnt, was ihr da tatsächlich probiert habt. Steak Nummer 1, was ihr probiert habt, war ein australisches Black Angus Ribeye Steak, also sprich Australien. Steak Nummer 2 war US-Ware und zwar ein US Black Angus Ribeye Steak. Das Steak Nummer 3 war das spanische Chuguichu Steak. Wundert mich ein bisschen tatsächlich. Ja, das ist also, gerade eben sagte einer, das ist relativ fest im Biss. Da habe ich gesagt, wo ich ja dann auch schon im Video sagte, so, das wundert mich jetzt eher nicht. Ne? Weil das ist tatsächlich so, das sind halt diese alten spanischen galizischen Milchkühe. Okay. So, Platz Nummer 4 oder Steak, nicht Platz, Steak Nummer 4 war eine deutsche Simmentaler Ferse. Na guck. Ja, also da hast du deinen Simmentaler. Und. Ja, Platz Nummer 5, beziehungsweise nicht Platz, Steak Nummer 5 und damit ja eigentlich der Gewinner, wenn ich das mal so zusammenfasse, ist das Ribeye Steak von der finnischen Ferse. Und ich sag's euch mal, wie es ist. Ich habe dieses Steak schon mal probieren dürfen und Leco Mio hat mich das weggehauen. Also ich fand das wirklich überragend. Ich habe das vorher nie probiert. Dürft ihr gerne mal schauen. Das ist der zweifache Gewinner der World Steak Challenge. Und wie ich tatsächlich sagen muss, gar nicht zu Unrecht.
Ein richtig tolles Stück, toller Geschmack, wirklich sehr buttrig, zart. Es ist tatsächlich eine richtig leckere Geschichte. Das sind Steaks, wie gesagt, von finnischen Fersen, also von weiblichen Kühen, die noch nicht gekalbt haben. Die bekommen organisches Futter, sprich also die ganze Zeit über Gras im Sommer, Silage im Winter, keine Hormonbehandlung. Das ist tatsächlich, also schmeckt man definitiv raus. Ist wirklich eine Top-Geschichte und sei euch tatsächlich sehr ans Herz gelegt. Denn letzten Endes, von Rinderrasse zu Rinderrasse sind die Sachen unterschiedlich. Das ist eine finnische Rinderrasse, die habe ich jetzt gerade nicht auswendig im Kopf. Aber wir hatten ja jetzt Angus mit dabei, wir hatten diese Chugichu, beziehungsweise die galizischen Kühen dabei, wir hatten Simmentaler Rind mit dabei. Also je nach Rasse ist die Struktur des Fleisches und der Geschmack des Fleisches unterschiedlich. Und ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Eindruck vermitteln. Es sind alles Ribeye-Steaks gewesen, alle nass gereift gewesen, kein Dry-Aging, weil wir durch das Dry-Aging ja auch wieder einen zusätzlichen Geschmack reinbekommen, der das Gesamtergebnis sozusagen verfälschen würde. Das sollte ja nicht sein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Die Sizzle Brothers freuen sich an dieser Stelle immer über ein Abonnement. Der Rolf von Westmünsterländer auch. Die Westmünsterländer ebenfalls. Westmünsterland Barbecue. Westmünsterland Barbecue. Und solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, dürft ihr gerne hier unten auf kostenfreier Ehrengrillerbasis ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten uns alle drei eint, dass wir alle bei Instagram sind. Sollte also jemand von euch Westmünsterland Barbecue, die Sizzle Brothers oder mich noch nicht bei Instagram verfolgen, könnte sich das lohnen. Dann habt ihr nämlich Bilder von diesen fantastischen Steaks schon gesehen, als kleine Vorschau sozusagen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Probiert euch durch die Welt der Ribeyes. Links zu dem Fleisch findet ihr unten in der Infobox. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Also ich habe heute beide kennenlernen dürfen, ne? Ja, direkt. Für beide gleich ein Diabo dagelassen. Sofort.